Es wird kalt in Österreich und schwieriger. Mit diesen Worten von Nationalratsabgeordneten Jörg Leichtfried begann eine Pressekonferenz der SPÖ Bruckmürz-Zuschlag zu den Themen 60-Stunden-Woche und dem Thema CETA-Abkommen. Die Regierung mache Politik für Großkonzerne und zwingt die Österreicherinnen und Österreicher zum Hackeln bis zum Umfallen. Der 12-Stunden-Tag ist jetzt Wirklichkeit oder wird Wirklichkeit mit diesem Antrag und die 60-Stunden-Woche. Dazu kommt, dass der Durchrechnungszeitraum auch noch erhöht wird. Das heißt, diese Überstunden werden nicht mehr, können auch so geregelt werden, dass sie nicht mehr Geld abgegolten werden. Mehr Arbeit, härtere Arbeit, weniger Geld und einige wenige werden davon profitieren. Aber dafür ist diese Regierung, die hat ja auch die Spenden von denen bekommen. SPÖ-Familiensprecherin Birgit Sandler kritisiert aber nicht nur den 12-Stunden-Tag bei diesem Gesetz. Es gibt auch andere Dinge in diesem Gesetz, wie zum Beispiel, dass die Ruhezeit in der Gastronomie von Seiten des Arbeitgebers verkürzt werden kann bei einem geteilten Dienst und die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dann nicht mehr ihre eigenen Arbeitsaufzeichnungen machen können. Schwer in der Kritik auch das Thema CETA. Und hier ortet Nationalratsabgeordneter Jörg Leichtfried Verrat am Wähler. Es war ein Verrat an den FPÖ-Wählern, die geglaubt haben, die FPÖ wird dagegen auftreten. Ein Verrat an der parlamentarischen Demokratie, weil das Parlament in Zukunft ausgeschaltet wurde von der Regierung. Und ein Verrat am Rechtsstaat, weil Konzerne jetzt eigene Gesetze bekommen, wo sie gegen Entscheidungen klagen können, wenn normale Menschen nicht zufrieden sind mit Parlamentsentscheidungen, können sie höchstens zum Salzamt gehen. Das ist der Unterschied. Und hier kritisiert Leichtfried vor allem die FPÖ. Das CETA-Abkommen wurde ratifiziert, das heißt, die FPÖ ist so krachend umgefallen, dass das ganze Mürztal zittert. Unter dem Motto, es ist zum Weinen, verteilte die SPÖ bei regionalen Aktionen Zwiebeln und informierte die Bevölkerung über die Auswirkungen der schwarz-blauen Politik und verspricht gleichzeitig: Wir werden nicht rasten und nicht ruhen, gemeinsam mit der Gewerkschaftsbewegung, mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten dagegen aufzutreten. Wir nehmen das nicht hin, wir werden Widerstand leisten und wir werden dafür sorgen, dass am Ende diese Regierung abgewählt wird und die Verhältnisse für Menschen, die bei uns im Bezirk leben, arbeiten und hier zufrieden sein möchten, wieder besser wird. Es soll wieder sozialer werden und vor allem soll menschenwürdige Politik wieder gemacht werden. Der arbeitende Mensch sollte im Mittelpunkt stehen und nicht immer nur die großen Konzerne, heißt es von Seiten der SPÖ.